ganz zauberhaftes Gute-Nacht-Buch ist die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der dem Mond Gute-Nacht sagen wollte. Wir haben hier die typische Maus, die Siebenschläfer-Maus, die mit ihren Freunden, der Haselmaus und so weiter, dem Eichhörnchen, gerne dem Mond Gute-Nacht sagen möchte. Wie immer geht die kleine Siebenschläfer-Maus ins Bett und sagt allen Sachen gute Nacht. Alle antworten auch, bis auf den Mond. Naja, und darüber ist die kleine Maus eben traurig und will jetzt sich auf die Suche machen, wie man dem Mond gute Nacht sagen kann. Trifft eben die Haselmaus. Zusammen versuchen sie höher zu kommen und dem Mond eben gute Nacht zu sagen. Stehen dann auf einem Maulwurfs-Erdhügel. Der Maulwurf meint, nein, nein, so klappt das nicht. Ihr müsst hier auf den Bärenpopo. Dann treffen sie den Bären. Der Maulwurf geht weiter mit. Der Bär meint aber auch, nein, nein, das klappt nicht. Ihr müsst auf den Baum hoch und zusammen gehen sie in den Baum. Treffen da das Eichhörnchen, so rum. Aber auch das klappt nicht. Sie gehen in den Baumwipfelpfad, aber das klappt auch nicht. Der Mond antwortet nicht. Dann kommt die Haselmaus aber auf die Idee, wir müssen alle zusammenrufen, denn zusammen schaffen wir mehr als allein. Das machen die dann alle zusammen, selbst der Bär von unten ruft auch mit. Und dann haben sie das Gefühl, dass der Mond in diesem Moment zurücklächelt und sie gehört hat. Ein ganz zauberhaftes, niedliches Bild, wieder mit der Intention, naja, zusammen schafft man einfach mehr, man ist nicht allein. Ja, eine ganz zauberhafte und niedliche Gute-Nacht-Geschichte aus dem Tinnemann Verlag, kann definitiv schon ab 3 Jahren vorgelesen werden.